Ladies and Gentlemen, dieses Video wird Ihnen präsentiert von Ihrem Tipico Shop in Rheine. Mein Shop, meine Wette. Tipico Rheine, die ganze Welt des Sports. Und von Heckus, gutes Hören. Ihr kompetenter Ansprechpartner für Hörsystemtechnik in und rund um Rheine. Heckus, hier entfalten Sie Ihr Hörvermögen. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel Hallenfußball 2018-2019. Wir setzen die begonnene Geschichte rund um die Rheinenser Stadtmeisterschaft im Hallenfußball fort, die am 5. Januar 2019 in der Copernicus-Halle ausgetragen wurden. Die wohl spannendsten und verrücktesten Stadtmeisterschaften seit Jahren hier. Die Vorrunde hatte ich bereits im ersten Video beleuchtet und nun kommen wir zu den nicht weniger genialen Finalspielen. Und da sind wir auch schon wieder in besagter Halle zum zweiten Teil meiner kleinen Geschichte rund um den diesjährigen Sänger Cup. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, alle Spiele, alle Tore der Stadis 2019 aus Rheine, das gibt's nur bei Heimspielen. Leider hatte mich nach den Stadis die Grippewelle erwischt, die Stimme war weg, nichts ging mehr. Jetzt bin ich wieder da, die Stimme ist auch wieder da und nun, meine werten Zuschauer, freuen Sie sich auf eine furiose Endrunde bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften im Rheine. Hier sehen wir die Heimspielkollegen Christian Lehmann und Fabian Ringer, die auch in diesem Jahr wieder einen genialen Live-Blog vom Turnier getickert hatten und obendrein auch noch jede Menge Spaß mit dem Geschehen in der Halle hatten, die bis auf den allerletzten Platz besetzt war. Tolle Stimmung hier und die Zuschauer gaben zu den Finalspielen hier auch nochmal so richtig Gas. Sie werden es gleich sehen. Und hier kommt das Tableau der Viertelfinalspiele. Die Vorrunde war schon ein Kracher, aber da setzen wir gleich noch einen drauf. Im Viertelfinale dabei der B-Ligist Gellendorf als Gruppensieger wohlgemerkt, der Oberligist FCE Rheine als Titelverteidiger, der A-Ligist Skiclub ebenfalls als Gruppensieger, der Westfalenligist Blesum, der A-Ligist Grün-Weiß, der es als einziges Team ohne Niederlage ins Viertelfinale geschafft hatte, sowie A-Ligist Hauenhorst, Bezirksligist Altenrhein und der B-Ligist Elte zum ersten Mal überhaupt. Wir beginnen die Partie Gellendorf gegen FCE. Ein geiles Ding, sage ich Ihnen. Die Spielzeit in den Finalspielen genau wie in der Vorrunde 12 Minuten lang. Und der B-Ligist aus Gellendorf in den roten Trikots war hier nach seinem Gruppensieg mit absolut breiter Brust gegen den Oberligisten angetreten. Robin Reker, Schuss, Bande, Nachschuss, Hatzenbühler und Tor! 1:0 für die Sportfreunde. Ja, was war denn hier los? Gellendorf plötzlich in Führung und die Halle, die tobte. Hier die Wiederholung des Treffers von Dennis Hatzenbühler mit dem Außenriss. Cool gemacht. Aber die Antwort des Titelverteidigers ließ nicht lange auf sich warten. Philipp Garmann am Ball, Doppelpass mit Luca Meier und schon steht es hier 1:1. Die Freude der Gellendorfer über ihre Führung, sie währte nur kurz hier im ersten Viertelfinale. Garmann und Meier im perfekten Zusammenspiel hebeln hier die Defensive der Sportfreunde ganz easy aus zum Ausgleich. Und der Willig ist danach etwas verunsichert. Hier am Ballverlust von Reckers gegen Hönicke und Vandenberg. Hönicke hat die Murmel, Sieg bringt man. Und schon ist das Spiel hier gedreht und der Favorit führte mit 2:1. Verhaltener Beifall auf den Rängen. Hier der Treffer des U19-Spielers des FCE noch einmal in der Wiederholung. Danach drängte der Oberligist auf die mögliche Vorentscheidung, nämlich das 3:1. Bringt man hier mit einem Schuss. Wiedkamp lässt prallen und dann verpasst Rosum in der Mitte knapp. Dann SFG Schnapper Wienkamp im Spielaufbau. Gibt ab zu Lukas Wewel, der marschiert hier an der rechten Bande entlang. Rosum kann ihn nicht aufhalten. Schuss und ja! Tor Gellendorf. Ausgleich 2:2. Stark von Wewel, wie er sich gegen Dennis Rosum durchsetzte und flach ins lange Eck einschoss. Ja, und das schmeckte dem FC aber mal so gar nicht. Und dieser Rosum hatte jetzt die Chance zur Wiedergutmachung. Bekommt hier den Ball perfekt serviert, aber Rosum über den Kasten. Junge, Junge, Riesenglück für die Sportfreunde. Und in der letzten Spielminute hatte der FC noch ein dickes Ding aufgeschlappen. Luca Meier knallt hier die Murmel aus bester Abschlussposition nur an die Bande. Wieder Glück Gellendorf und dann war hier Schluss. Der B-Ligist rettete sich gegen den Oberligisten ins 9-Meter-Schießen. Und an dieses 9-Meter-Schießen wird man sich noch in Jahren erinnern. Sie werden gleich sehen, warum. Erstmal machte Luca Meier für die Eintracht den Anfang und verwandelte sicher zum 3:2 für den Titelverteidiger. Als nächstes war für die Sportfreunde aus Gellendorf Lukas Wewel dran. Läuft an, rechts unten, FCE Nachwuchskeeper Cornelius Watter im falschen Eck 3:3. Danach FCE Jungspund Gerrit Brinkmann als Schütze. Wienkamp an die Ecke, aber der Ball zu platziert geschossen. 4:3 für den FCE. Nun war Can Dogan für die Sportfreunde an der Reihe. Dogan läuft an, Watter im richtigen Eck und er pariert hier weiter. 4:3 für den Oberligisten, der jetzt einen Matchball hatte.
Und beim FC schnappte sich Hönicke die Kugel. Der hatte ihn heute gegen Haunus bereits 1-0 Meter verwandelt. Hönicke läuft an. Nein, Wiedkamp ist da und wehrt ab. Hält die Murmel sogar fest. Was für eine Dramatik und Spannung hier. Es ging also weiter. Jetzt musste Robin Rekers verwandeln, sonst wäre Geldorf raus. Und dieser Rekers haut die Kugel lässig oben links in die Maschen. Ausgleich 4-4. Das 9-Meter-Schießen ging in eine neue Runde. Und jetzt, meine Damen und Herren, wurde es hier etwas kurios. Philipp Gabern war nun für den FCE an der Reihe. Legte sich den Ball hin, nahm einen kurzen Anlauf. Gamann, Latte, drüber, kein Tor! Und der Jubel der Geldorfer kannte hier nach dem Fehlschuss keine Grenzen mehr. Die feierten hier wie verrückt, aber warum eigentlich? Schauen Sie mal oben links, das Ding war hier doch noch gar nicht entschieden. Es stand 4-4, unentschieden. Unglaublich, die Sportfreunde dachten doch tatsächlich, dass sie hier schon gewonnen hätten. Das hatten sie aber noch nicht. Und weil es so kurios war, die Szene hier noch einmal in der Wiederholung. Hier war was los bei den Stadis 2019. Man glaubt es nicht. Einfach nur verrückt. Ja, der Beligis musste noch einmal antreten, hatte aber hier nun den Matchball für eine Riesensensation. Marc Henschel übernahm die Verantwortung dafür. Henschel konzentriert sich nochmal, schaut kurz, läuft an und vorbei! Ich fasse es nicht, unglaublich! Der Henschel zimmert das Leder rund 3 Meter neben die Bude. Das darf doch nicht wahr sein. Weiter 4-4 und der FCE plötzlich wieder im Spiel. Wahnsinn! Marvin Holtmann für den FCE. Links oben, sicher verwandelt, 5-4 für den Titelverteidiger. Und nun waren die Sportfreunde plötzlich wieder unter Druck. Ja, Herrschaftszeiten, was war hier bloß los? Und bei Gellendorf hatte sich Christian Wilmsbäumer die Kugel geschnappt und schritt entschlossen zur Ausführung. Er musste jetzt treffen, sonst wäre es vorbei. Die Spannung war greifbar hier. Läuft an daneben! Kein Tor, der FC hat es nach einem blauen Auge in der Vorrunde und 2 blauen Augen im Viertelfinale doch tatsächlich noch ins Halbfinale geschafft. Unglaublich! Und den Sportfreunden, die sich hier etwas zu früh gefreut hatten, stand das blanke Entsetzen über das Ausscheiden förmlich ins Gesicht geschrieben. Was für ein Auftakt hier in die Finalspiele der diesjährigen Stadis. Ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen. Einfach nur Wahnsinn. So, nach diesem ja wohl mehr als unglücklichen Ausscheiden des Beligisten aus Geldorf im 9-Meter-Schießen gegen den Titelverteidiger FCE kommen wir nun zur nächsten Viertelfinalbegegnung. Dort bekam es der Sieger der Gruppe B, Schiedlung Rheine, mit dem Dritten der Gruppe A, dem Westfalenligisten SV Lesum zu tun. Und der Skiclub in Schwarz und Weiß legt hier gleich fulminant los. Jens Kunze auf Niklas Heckmann. Und der bedankte sich für dieses Zuspiel mal gleich mit dem Treffer zum 1-0. Wow, was ein Sahnetürchen. Der Skiclub, der in der Vorrunde über weite Strecken von seinen mitgereisten Fans angetrieben wurde, setzt hier gleich zu Beginn ein Statement. Und zwar, dass mit ihnen in diesem Jahr zu rechnen sei. Auf der Tribüne standen sie fast Kopf nach der Führung. Und es kam noch besser für den Club. Heckmann an der linken Bande steckt den Ball durch zu Jan Brüning in die Mitte. Brüning, 2-0, Skiclub, zack, Start, weggemacht das Ding. Schlätzt hier das Spielgerät lässig oben rechts in den Giebel. Keine Abwehrchance für Philipp Hano im Lesumer Tor. Aber noch waren mehr als 10 Minuten zu spielen und im Lesumer berappelten sich Dominik Schmidt am Ball. Der zieht die in die Mitte, setzt einen Flachschuss an und der Pass! Nur noch 2-1 und Meso plötzlich wieder zurück in der Partie. Dank einer schönen Einzelaktion von Dominik Schmidt. Der Ball passte haargenau ins untere Eck, keine Chance für Hermes im Skiclubber Tor. Aber die Antwort der Klubberer, die ließ hier nicht lange auf sich warten. Kontersituation, Jan Brüning auf Matthias Löcke. Und der hält hier einfach mal drauf, abgewehrt, Nachschuss und Tor! 3-1 Skiclub! Matthias Löcke im zweiten Anlauf durch die Hosenträger von SVM-Keeper Philipp Hano. Jawohl, was war denn hier los? Der Vorjahresfinalist SV Mesum stand hier vor allem frühen aus im Viertelfinale. Und nach diesem Einsteigen von Thalmann gegen Kockmann musste der Mesumer auch noch für 2 Minuten von der Platte. Somit also der Westfalenligist nicht nur im Rückstand, sondern auch noch in Unterzahl. Es lief aber mal so gar nicht beim SVM. Die Überzahl spielte dem Club jetzt natürlich in die Karten. Jan Brüning auf der rechten Außenbahn, er legt in Mitte auf Niklas Heckmann.
Und schon steht es hier 4-1 zugunsten des Erligisten. Ich wiederhole noch einmal. Skiclub 4, Mesum 1, oben links steht's. Es ist kaum zu fassen, aber diese Stadis hatten gerade die nächste Überraschung für uns parat. Noch 2 Minuten, 3 Tore Rückstand für den SV. Die brauchten hier jetzt definitiv ein Wunder. Dann ging es nochmal schnell bei Mesum. 3 Stationen, zack, der Ball war drin. Nur noch 2 Tore zurück. 4-2 Torschütze war Nils Wiethölter. Leider zeigte der Westfalenligist diesen tollen Kombinationsfußball heute nur in Ausnahmefällen. Das war unterm Strich dann natürlich zu wenig. Und der Skiclub, der antwortete hier im Stile einer Spitzenmannschaft. Wie ein Gruppensieger eben. Niklas Kockmann bedient hier Jan Brüning in der Mitte und der stellt hier den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Klasse gemacht. Volley in die Maschen gelegt. 5-2. Das war auch der Endstand. Der Skiclub Nordwestrheine nach einer Auftaktniederlage zu Beginn der Vorrunde jetzt plötzlich ein heißer Titelanwärter. Mesum hingegen nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge enttäuschend raus im Viertelfinale. Wer hätte das gedacht? Kommen wir nun zum nächsten Viertelfinalkracher. Die noch ungeschlagenen Grün-Weißen als Sieger der Gruppe C gegen den Dritten der Gruppe B, Hauenhorst. In dem Spiel wurde uns auch so einiges geboten. Und los geht's! Die Hauenhorster in Rot von rechts nach links. Aber das Team aus dem Schottok hatte hier die erste Chance. Stöber mit Ballgewinn an der rechten Bande. Spielt weiter zu Yildiz. Und dieser Sedat Yildiz war heute einfach nicht zu bremsen. In Falle links unten rein ins Tor. 1-0 für Grün-Weiß-Rheine. Und die schienen heute hier einen Lauf zu haben. Turniertreffer Nummer 5 hier für Yildiz. Der SV Germania suchte nach der passenden Antwort. Yannick Villas an der Bande und dann Keslo Hoklo über den Querbalken. Eieiei, das hätte es sein können. Ja, vielleicht sogar müssen. Der Schussversuch von Yildiz hier geblockt. Auf der anderen Seite zieht Marius Rekels mal ab. Doch Robin Gebelein ist hier zur Stelle und pariert glänzend. Weiter 1-0. Die Roten waren jetzt aber eindeutig am Drücker. Der Ausgleich, er lag hier in der Luft. Yannick Villas auf dem rechten Flügel von Bayern Schmidt und dann mit dem Schuss ins Tor. 1-1, da war er nun, der verdiente Ausgleich für Hauenhorst. Yannick Villas war der Torschütze. Und dann wurde es wieder einmal kurios. Hauenhorst wird im eigenen Spielaufbau gestört. Justin Will erobert an der linken Bande den Ball, nur ihn dann an Dennis Schnippe wieder zu verlieren. Schnippe spielt zum eigenen Torwart zurück. Tiekötter geht drauf und schwupps ist die Kugel plötzlich wieder drin im Tor. Ja, irre. Grünball stellt hier auf 2-1. Aber wie ging das denn, bitteschön? Germanias Keeper Jan Wesser mit Problemen bei der Ballannahme und Dominik Tiekötter dann mit dem Glück des Tüchtigen. Ja, drin ist drin. Die Reaktion der Germania auf den erneuten Rückstand? Saustark. Villas, Heckmann, dann Sitnikow und wieder Villas. Tor! 2-2. Auch hier wieder ein klasse Spiel im Viertelfinale. Diese Stadis, die machten einfach nur Spaß. Traumhaft gespielt im Übrigen hier von den Roten aus Hauenhorst. Dann, meine Damen und Herren, die Schlussphase. Keine 120 Sekunden mehr zu spielen. Jetzt war wieder das Team aus dem Schottok an der Reihe. Auch hier, schöne Kombinationsfußball. Plötzlich ist Wilde links außen durch und wird hier von Schnippe am Trikot gezogen. Der Schuss geht drüber, aber das Foul von Dennis Schnippe an Justin Wilde wurde von Schiri Tim Fausewe mit einer 2-Minuten-Strafe geahndet. Die Grün-Weißen somit bis zum Ende in Überzahl. Und die Schottoker, die zogen hier jetzt ein wahres Powerplay-Off, so wie man es aus dem Eishockey kennt. Aber ihm lief so langsam die Zeit davon. Stegemann in der Mitte, sein Schuss abgewehrt von Westhoff. Dann die letzten Sekunden, Manuel Stegemann holt sich die Kugel an der rechten Bande. Sein Schuss erneut pariert von Westhoff. Grün-Weiß bleibt dabei, Ballbesitz. Wilder auf Stöber, noch 3 Sekunden, noch 2, noch 1 und Tor! Ja, Wahnsinn, unfassbar. 0,2 Sekunden vor dem Ende hämmert hier Manuel Stegemann die Kirsche in die Maschen und sicherte seinem Team damit den Halbfinaleinzug. Die Halle, die stand jetzt hier kommt. Was für ein Finish. Drama, immer wieder Drama hier in der Copernicus-Halle. Unter dem verdienten Applaus der eigenen Anhänger standen die Grün-Weißen somit als drittes Team für die Halbfinals fest. Hauenhorst fehlte lediglich der Bruchteil einer Sekunde für ein 9-Meter-Schießen. So aber war deren Ausscheiden natürlich ziemlich, ziemlich bitter. Hier der Überblick. Grün-Weiß besiegte Hauenhorst auf der letzten Rille also mit 3-2. Nun suchten wir aber noch den vierten und letzten Halbfinalteilnehmer.
Den machten bezirksliges SC Altenrheine und billiges SG Elte unter sich aus. Für die Elteraner war das Erreichen der Viertelfinals schon eine kleine Sensation. Aber wer weiß, vielleicht hatten sie ja auch das Zeug zur großen Sensation. Und zwar die Sportgemeinschaft im Halbfinale. Wir schauen mal rein ins Spiel, wie es gelaufen ist. Altenrheine, wie gewohnt in den blauen Trikots, dominierte die Partie von Beginn an. Hier vergibt Alex Watter völlig freistehend die erste Großchance für den SCA. Aber die SG Elte war hier auch nicht chancenlos gegen die Bezirksligisten. Keeper Kerstin in den Lauf von Schräder und dann rettet hier Bültel im SCA-Tor mit dem Fuß. Das hätte es sein können. Auf der anderen Seite glänzt dann SGE-Keeper Kerstin bei einem Schuss so von Watter aus kurzer Distanz. Das war immer saustark gehalten, das Ding. Und auch beim nächsten Schussversuch durch Steffen Heinze war Kersting wieder zur Stelle und verhinderte den Einschlag. Weiter also 0:0. Dann versuchte sich Elte nochmal mit einem Angriff. Die versteckten sich hier definitiv nicht und versuchten mitzuspielen. Ballverlust von Schräder vorne, dann Gegenstoß Altenrheine. Watter bedient den mitgelaufenen Theismann. Und der nagelt die Kugel wuchtig unter die Latte. Jetzt was passiert. 1:0 für den favorisierenden SCA-Torschütze Lennart Theismann. Altenrheine versuchte unmittelbar nachzulegen. Noel Thale über links, sein Schuss gehalten von Kersting. Aber Thale bekommt nochmal den Ball, wieder Kersting. Und aber im dritten Versuch hat der Elteraner Schlussmann den Ball dann endlich sicher. Und auch in der nächsten Szene stammt Kersting wieder im Mittelpunkt. Theismann an der linken Bande, sieht und bedient Thale in der Mitte. Aber Eltes Storch, der rettete erneut, die Szene lief weiter. Yannick Thale aber quer was auf Theismann und jetzt war er dann doch drin. 2:0, Altenrheine. Kersting erneut geschlagen und damit war die Kiste hier eigentlich durch. Lennart Theismann schießt seinen SC Altenrheine somit als viertes und letztes Team ins Halbfinale. Und die Blau-Weißen setzten in der Schlussminute noch einen drauf. Da wird Yannick Thale noch einmal schön in Szene gesetzt und er lässt sich die Chance aufs 3:0 hier nicht nehmen und schiebt flach unten links zum Endstand ein. Elte hatte lange ein 0:0 bzw. knappes 0:1 gehalten. Doch der Bezirksligist vom Kanal war schlussendlich eine Nummer zu groß für den billigsten. Damit waren die Viertelfinals durch und wir schauen nochmal auf die Ergebnisse. Gelnhof unterliegt FCE mit 4:5 im 9-Meter-Schießen. Der Skiclub schlägt Meso mit 5:2. Grün-Weiß gewinnt gegen Haunos im letzten Moment mit 3:2. Und der SC Altenrheine schlägt Elte im letzten Spiel mit 3:0. Hier nun die Halbfinals. Im ersten traf der Titelverteidiger FC Eintracht Rheine aus der Oberliga auf die bisher noch einzige ungeschlagene Mannschaft im Wettbewerb, den SV Grün-Weiß Rheine aus der Kreisliga A. Und im zweiten Halbfinale ging es dann später zwischen dem adligsten Skiclub Nordwest Rheine und dem SC Altenrheine aus der Bezirksliga um den Finaleinzug. Schauen wir zunächst auf die Partie FCE gegen Grün-Weiß. Und in diesem ersten Halbfinale zeigte der Oberling jetzt plötzlich wieder seine ganz dominante Seite. Bereits nach wenigen Sekunden zieht hier Garmann ab, Gelber dann pariert, doch Rosum ist da und schiebt auch Spitzenwinkel ein. 1:0 für den FCE. Jede Wiederholung, Gelber dann pariert stark, doch Dennis Rosum ist gedankenschnell zur Stelle, macht den Abpraller rein. Und auch danach spielte hier einzig und allein die Eintracht aus Rheine. Die hatten wohl nach den etwas glücklichen Auftritten zuvor hier den Anspruch auf Wiedergutmachung. Gerrit Brinkmann mit dem 2:0, das ging hier schon fast zu einfach. Und der Titelverteidiger macht hier jetzt kurzen Prozess mit den Schottogern. Der andere 19-Akteur beim FC, Joel Flasse, erhöhte auf 3:0. Und so ging es dann auch weiter. Flasse zunächst an die Bande, aber dann im zweiten Versuch erneut in die Maschen. 4:0 für den FCE. Die Grün-Weißen wurden hier jetzt regelrecht vorgeführt. Luca Meier 5:0. Die beste Chance auf den Ehrentreffer für die Schottogger hatte Dominik Tikotter, aber die Latte hatte etwas dagegen. Auf der anderen Seite dann Colin Vandenberg locker und lässig zum 6:0 für den FCE. Jetzt gab es hier für Grün-Weiß eine ordentliche Abreibung. In der Schlussminute machte sich Nils Hönig in der Halle keine Freunde, als er hier den Zauberfuß rausholte und die Kirsche trickreich gegen einen am Boden liegenden Gegner verwerten wollte. Droppmann rettete auf der Linie. Trotzdem blieb den Grün-Weißen auch das 7. Gegentor nicht erspart. Dennis Rosum aus der Distanz zum 7:0 Endstand. Der Oberligist stand nach einem überzeugenden Halbfinalsieg im Endspiel und konnte somit auch in diesem Jahr wieder mit einer erfolgreichen Titelverteidigung rechnen. Bei Grün-Weiß war die Luft raus, die wirkten müde und ausgelaugt im Halbfinale und waren für die Eintrachter in der Verfassung lediglich Kanonenfutter. Und damit hatte auch das letzte ungeschlagene Team in diesem Turnier seine erste Niederlage hinnehmen müssen.
Kommen wir nun zum mit Spannung erwarteten Schlagabtausch zwischen den Schiedler und Alten Rhein im zweiten Halbfinale. Beide Teams hatten hier heute die lautesten Zuschauer auf den Rängen und eines war definitiv klar, mit dem Finale vor Augen würde es hier in der Halle so richtig brennen. Freuen Sie sich auf ein spannendes Halbfinalspiel. Schiedler gegen Alten Rhein. Los geht's! Und die erste Einschussmöglichkeit hier in diesem Halbfinale bot sich gleich zum Auftakt der Partie für den Club. Jan Brüning aus halbrechter Position an den Pfosten. Den Abpraller schnappte sich SCA-Keeper Bültel. Dann Alten Rhein über Noel Thale. Der weiter zu Lennart Theismann. Theismann zieht hier in die Mitte. Schuss und Tor! 1:0 für den SCA. Torschütze Lennart Theismann. Hier die Wiederholung des Treffers. Und jetzt brennt die Hütte natürlich. Beide Fanlager auf den Rängen im Fanduell mit Sprechchören und Fangesängen. Gänsehautatmosphäre hier bei den Stallis in Rheine 2019. Dann noch etwas mehr als 7 Minuten auf der Uhr. Der SCA wieder im Angriff. Thomas Wischemeyer bedient hier vorne Kevin Beermann. Der hält aus halblinker Position einfach mal drauf. Und Tor! Was für ein Knaller! 2:0 Alten Rhein. Deren Anhänger hier natürlich voll aus dem Häuschen. Da kommt die Wiederholung des Treffers. Beermann mit einem vollen Pfund hinein ins Glück. Ja, so konnte es weitergehen hier. Und jetzt mischt hier auch der Skiclub mit. War jetzt mehr denn je gefragt. Patrick Engelkes über links. Sein Schuss vorbei. Kunze legt aber nochmal nach. Hier quer in die Mitte. Engelkes bekommt erneut die Kugel. Zieht in die Mitte. Dann noch ein Schuss. Und jetzt, ja, ist er drin. Tor. Nur noch 1:2 aus Sicht des Clubs. Jetzt war hier Feuer unterm Dach. Der Skiclub wieder da. Und noch waren ein paar Minuten zu spielen. Hier läuft die Wiederholung des richtigen Anschlusspunkts. Dann aber erstmal wieder der SCA. Der konterte über die rechte Seite. Lennart Theismann an der Bande entlang. Sein Schuss breit von der Bande zurück ins Feld. Naberbäumer rutscht weg. Plötzlich hat Julian Brüning jede Menge Platz. Der bedient dann in der Mitte Jan Brüning. Und der schießt. Und Tor! Ja, Wahnsinn! Ausgleich, Skiclub. Alles wieder offen hier. Einfach nicht zu fassen. Die Stimmung auf den Rängen. Unbeschreiblich. Die gaben hier auf der Tribüne mindestens genauso viel Gas wie unten auf der Platte. Und damit meine ich beide Fender. Einfach nur genial. So, dann liefen hier die letzten Sekunden. Alten Rhein versuchte nochmal in eine Abschlussaktion zu kommen. Doch mehr als dieser Versuch von Yannick Thale in die Bande kam dabei nicht zustande. Und damit hatten wir hier das nächste 9-Meter-Schießen vor der Brust. Mehr Drama ging einfach nicht. Und jetzt, meine Damen und Herren, liefen hier beide Fangruppen mal so richtig heiß. Die unterstützten ihre Spieler nach allen Kräften. Sowas hatte man hier in der Copernicus-Halle so schon lange nicht mehr erlebt. Gigantisch, ach was sage ich, intergalaktisch das Ganze. Chapeau und bitte mehr davon. Widmen wir uns jetzt dem 9-Meter-Schießen. Den Auftakt machte Yannick Thale für den SC Alten Rhein. Langer Anlauf von Thale und links unten drin das Ding. Hermes noch dran, aber trotzdem 3:2 für den SCA. Jetzt Giacomo Sandmann für den Club. Läuft an, halb hoch nach rechts, sicher verwandelt, somit der 3:3 Ausgleich. Bütel im falschen Eck. Für Alten Rhein nun Noel Thale als Schütze. Und rechts unten drin 4:3 Alten Rhein. Hermes wieder im richtigen Eck, aber nicht rechtzeitig. Als nächstes war Matthias Löcke für den Club an der Reihe. Langer Anlauf. Und flach nach links, aber an die Bande. Und von dort springt der Ball zurück. Kein Tor, weiter 4:3 für den SCA. Und die hatten hier jetzt Matchball. Und für den ersten Matchball zeigte sich, na wer schon, Chris Naberbäumer verantwortlich. Es dauerte ein wenig, bis der Ball endlich in der geeigneten Position lag. Dann erstmal rund 8 Schritte Anlauf nehmen. Naberbäumer läuft hier an und dann mit Wucht mittig ins Tor. 5:3 und der Alten Rhein. Somit im Endspiel um die diesjährigen Stadtmeisterschaften. Da war die Freude über den Finalerzug natürlich riesengroß beim Bezirksligisten. So,
Damit hätten wir dann auch die Halbfinals hinter uns gebracht. FCE schlägt Grün-Weiß Rhein 7:0 und der Schiedsrichter unterliegt 3:5 dem SC Alten Rhein im Nordmeterschießen. Damit stand fest, dass der SV Grün-Weiß Rhein und der Skiclub Nordwest im kleinen Finale um Platz 3 spielen würden. Und um dieses kleine Finale kümmern wir uns jetzt direkt, bevor es dann zum Duell um die Stadtmeisterschaften 2019 zwischen dem FCE und dem SCA kam. Bitteschön! Und da sind wir auch schon im kleinen Finale, wo die Skiklubberer den ersten Torschuss für sich verbuchen konnten. Niklas Heckmann mal aus der Distanz und der Ball ist drin. Ja, mei, der Skiklub vorne, aber wie konnte der denn reingehen? Wir schauen auf die Wiederholung. Diesmal aus Torkameraperspektive. Der Schuss kommt flach auf die Kiste, gäbe er vielleicht von seinem eigenen Mitspieler Ralf Stöber irritiert, greift daneben. Torwartfehler, Club 1, Grün-Weiß 0. Dann bei den Schottokern. Justin Wilde auf Jeditz auf der rechten Seite. Und dieser Sedat Jeditz war heute die Lebensversicherung bei Grün-Weiß. Hier, Ausgleich 1:1. Flotter Auftakt in die Begegnung. Da wird dem Torschützen sogar ein Bierchen angeboten. Verrückt! Hier die Wiederholung des mittlerweile sechsten Turniertreffers von Sedat Jeditz. Auf der anderen Seite buxierte sich der Club dann wieder in einer Abschlussposition. Sandmann auf Julian Brüning und der gekonnt ins lange Eck. 2:1 Skiclub, klasse abgeschlossen von Brüning. Mit der Picke platziert weggemacht das Ding. Sauber, da kommt die Wiederholung. Und nun war wieder Grün-Weiß dran. Ralf Stöber erneut auf Sedat Jeditz und die Tormaschine des Tages. Sie traf diesmal nicht, denn der Pfosten hatte was dagegen. Ja, gibt's denn sowas? Dann mal Jeditz auf Stöber und Ballverlust. Matthias Lücke mit viel Platz und zack, hoch ins Eck. 3:1 für die Klubberer. Stark abgeschlossen von Lücke. Da gab es für den Grün-Weiß-Keeper Robin Gäbelein mal rein gar nichts zu halten, wie wir hier nochmal sehen. Und dieser Skiclub, der war jetzt dabei, seinen starken Turnierauftritt mit Platz 3 zu veredeln. Julian Brüning in die Mitte auf Niklas Kockmann. Einmal, zweimal und drin die Kirsche. 4:1. Die Vorentscheidung. Niklas Kockmann, der Torschütze. Jetzt klappte beim Club einfach alles. Und bei Grün-Weiß war erneut die Luft raus. Es drohte die nächste Schelle, dieses Mal vom A-Liga Konkurrenten. Und die Schottocker, die stemmten sich noch einmal gegen die drohende Pleite. Christian Troppmann mit einem Schussversuch, aber der Schuss gehalten. Wilde kann den Abpraller nicht nutzen. Dann noch ein Angriff der Grün-Weißen über Marcel Lopez Alves und Manuel Stegemann. Aber letzterer scheiterte ebenfalls mit seinem Abschluss, sodass wenige Minuten vor dem Ende die Spannung endgültig raus war aus der Partie. Eins und allein der Zweikampf zwischen Jan Brüning und Sedat Jeditz um die Torjägerkanone war hier noch spannend. Und beim Club bekam dieser Jan Brüning von Heckmann nochmal einen aufgelegt und der nahm diesen dankend an. 5:1 Skiclub für Brüning war dies Turniertreffer Nummer 7. Damit hatte er einen mehr als Sedat Jeditz von Grün-Weiß erzielt. Mittlerweile lief hier die letzte Minute, die Nettospielminute. Die Schottocker, die versuchten es nochmal. Tiköter gehalten, dann Jeditz und wieder gehalten. Damit lag Jeditz weiter einen Treffer hinter Jan Brüning zurück. Aber Jeditz holte sich hier nochmal die Kugel. Zieht in die Mitte, zieht ab und ja! Trifft hier zum 2:5. Aber damit lag er mit nun 7 Turniertoren wieder gleich auf mit Jan Brüning. Brauchte für seine Tore aber ein Spiel weniger. Deswegen führte Sedat Jeditz am Ende die Torschützenliste an. Mit 5:2 siegte der Skiclub Nordwest Rhein am Ende im Kleinfinale gegen den SV Grün-Weiß Rheine und sicherte sich damit Platz 3. Das wurde mit den eigenen Anhängern natürlich ausgiebig gefeiert. Glückwunsch an den Club für einen wirklich tollen und spektakulären Turnierauftritt in diesem Jahr. Nachdem wir nun wissen, wer das Rennen um die Plätze 3 und 4 gemacht hat, kommen wir nun zum Grande Finale, dem Endspiel um die diesjährigen Stadtmeisterschaften im Rheinenser Hallenfußball. Der Titelverteidiger hat jetzt mit 2 blauen Augen bis ins Finale geschafft, zeigt allerdings beim 7:0 im Halbfinale, über welch großes Potenzial die Truppe eigentlich verfügt. Bin gespannt, welches Gesicht uns der FC im Finale zeigen wird. Auf der anderen Seite hatten wir den SC Alten Rheine, der sich früh fürs Viertelfinale qualifizieren konnte, wo er gegen Elte dann kaum geprüft wurde und sich im Halbfinale knapp im 9-Meter-Schießen gegen den Skiclub durchsetzen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt das Endspiel. Und das begann erst einmal mit ein paar Fragezeichen. Plötzlich stand bei FC nämlich Dejan Ilievski, der Schnapper von der U23, im Tor. Der stand A bei der ersten nicht im Spielbericht und B hatte er für den FC Unterbau bereits gegen Gelndorf in der Vorrunde gespielt. Und C, was war mit Cornelius Watter eigentlich? Fragen über Fragen. Und wird es nun aber das Spiel geschehen und da musste ich erst einmal in Deckung gehen, da Ilievski mich hier anvisiert hatte. Und das ging ja fast in die Hose. Ansonsten sah das Finale so aus. Zählen Sie mal mit, wie viele Ballkontakte SCA-Schnapper Louis Bötel hier hatte. Wir sind bei 3. Da ist die 4. Die 5 und die 6. Dann sind wir bei 7. Jetzt kommt die 8.
Und die 9, es ging weiter so. Wir machen es zweistellig. Nummer 10. Einer geht noch. Da ist Ballkontakt Nummer 11 und dann der lange Ball in die Spitze, der aber dann sich in der Beute für Ilijewski. So sah es hier über lange Strecken der Partie aus. Am ehesten strahlte der Titelverteidiger ein wenig Torgefahr aus. Hier mal Oskar Rick mit einer Offensivaktion, aber der aufmerksame Bündel war zur Stelle und nahm ihn den Ball vom Fuß. Weiterhin also torlos hier im Finale. Noch knapp 4 Minuten zu gehen. Bültl mit einem langen Ball abgefangen von Flasse. Und der U19-Jungspur zieht hier einfach mal ab. Lade! Riesendusel für den SCA. Kein Tor. Weiter 0:0. Bültl klärt am Ende gegen Vandenberg und bekommt den Freistoß. Jede Wiederholung des Lattenkrachers. Das hätte es sein können für den Oberligisten. Aber es fehlten ein paar Zentimeterchen. Und dann endlich auch mal die blau-weißen Kicker vom Kanal mit einer Offensivaktion. Lennart Heißmann über rechts, aber sein Schuss knallt an die Bande und ist danach eine sichere Beute für Ilijewski im FCE-Tor. Jetzt nochmal der FCE. Es liefen bereits die letzten beiden Minuten. Hönicke, immer noch Hönicke. Abspiel auf Gammann, Schuss und wieder ans Gebälk. Wow! Zweiter Lattenknaller in diesem Finalspiel. Wieder kein Tor. Und da war dieser Teufelskerl Louis Bürtli sogar noch mit den Fingerspitzen dran. Sonst hätte der FCE hier wahrscheinlich geführt. Klasse gehalten vom SCA-Keeper. Dann befinden wir uns bereits in der Netto-Schlussminute. Altenrheine verteidigte das hier gut, ließ kaum Abschlüsse zu. Und nachdem Luca Meier hier den allerletzten Versuch über den Querbalken setzt, war es dann vorüber mit dem ersten torlosen Spiel dieses Turniers, ging es schließlich ins 9-Meter-Schießen um die Stadtmeisterschaften 2019. Dass das wieder Drama bedeuten würde, muss ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht noch extra erwähnen. Das Team des SCA stürmte sich hier gemeinsam noch einmal auf diese 9-Meter-Lotterie ein. Die Spannung in der Halle und unten auf dem Spielfeld war nun förmlich greifbar. Hier hielt es keinen mehr auf seinem Sitzplatz. Für Altenrheine eröffnete Yannick Thaler den 9-Meter-Krimi. Langer Anlauf. Thaler verlädt Ilijewski und trifft hier zur Führung für den SCA. Der Bezirksliga ist also in Front und der Druck lag jetzt erst einmal beim FCE. Eiskalt verwandelt das Ding von Yannick Thaler. Für den Titelverteidiger schritt nun Luca Meier zur Ausführung. Unter den Pfiffen der Zuschauer nimmt er hier Anlauf. Einen weiten sogar. Meier läuft an. Lupfer drüber. Ja, was war denn das hier? Luca Meier lupft den Ball elegant über die Querlatte. Oha, das kannst du bringen, wenn du 3-0 führst, aber bei 0-1 Rückstand. Oh je, FCE, der Titelverteidiger lag hier zurück. Als nächstes nun Noel Thaler für Altenrheine mit der Chance aufs 2:0. Wählt einen relativ kurzen Anlauf. Der Ball freigegeben. Schneller Anlauf und flach ins rechte Eck. Der SCA führte mit 2:0. FC-Ersatzkeeper Dejan Ilijewski verladen. Die Halle stand Kopf. Während hier die Wiederholung kommt, muss ich erwähnen, dass der Oberligist nun treffen musste, um hier nicht zu verlieren. Und hier übernahm der U19-Spieler Gerrit Brinkmann die Verantwortung. Kein Hönicke, kein Vandenberg, kein Holtmann oder Garmann. Es war Brinkmann, der zur Tat schritt. Brinkmann läuft an. Schuss drüber! Ja, fass ich's denn! Der SCA ist Stadtmeister 2019! Hier gab es kein Halt mehr! Die Entscheidung, sie war gefallen! Mit 2:0 im 9-Meter-Schießen geht der SC Altenrheine gegen den FC Eintracht Rhein aus der Oberliga Stadtmeister 2019! Herzlichen Glückwunsch! Nochmal die Entscheidung in der Wiederholung. Bringt man über den Kasten und dann ging der Jubelsturm los. Der SC Altenrheine Stadtmeister 2019. Ich sage Ihnen, das wäre wieder so eine Wette zum Reichwerden gewesen. Damit hatten die wohl spannendsten, verrücktesten und stimmungsvollsten Stadis der letzten Jahre einen zwar etwas überraschenden, aber keinesfalls unverdienten Sieger gefunden. Altenrheine nutzte hier ohne seinen Cheftrainer Daniel Abke die Schwächen der Konkurrenz gnadenlos aus und setzte sich somit am Ende die Stadtmeisterkrone auf. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Truppe vom Kanal, die ihren Triumph hier gemeinsam mit den Fans ausgiebig feierten.
Bei der Siegerehrung sahnte der SCA nochmals kräftig auf. Zum besten Spieler des Turniers wurde, na wer wohl, Chris Naberbäumer rechts im Bild gewählt. Bester Torhüter wurde verdientermaßen Luis Bündel links. Den besten Torjäger stellte allerdings der benachbarte Rivale Grün-Weiß-Rheine. Sedat Yildiz hier in der Mitte machte da das Rennen. Mit der Siegerehrung und einem letzten Siegerinterview von Christian Lehmann beende ich meine kleine Geschichte in zwei Teilen um die Stadtmeisterschaften im Jahre 2019. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß beim Schauen wie ich in der Halle. Würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin bei mir mal in die Videos reinschauen würden und verabschiede mich an dieser Stelle in eine kleine Winterpause. Ihr, euer Timo Werbele. Geworden. Ja, wunderschönes Profil heute. Die Jungs haben alles gegeben. Wir hatten sogar einen A-Jugendlichen heute dabei, den wir als Single schon erklärt hatten. Dann haben wir noch einen aus der vierten Mannschaft mitgenommen, einen Stürmer, die ihren Job alle gut gemacht haben. Und in der Kombination haben die Jungs auch noch nie so zusammengespielt. War ein aufregendes Finale. Beide Mannschaften haben das Letzte gegeben heute, FC auch. Wir hatten das Ende, zum Ende des besseren Glücks, sag ich mal, durch das 9-Meter-Schießen. Da, wo FCE seine, sag ich mal, 9 Meter ein bisschen arroganzhaft geschossen hat und dafür dann bestraft worden sind, damit wir den Stadtmeistertitel das erste Mal heute richtig feiern dürfen und können. Ja, sonst überglücklich, wie gesagt. Wir werden jetzt gleich auch Zelte, Party starten mit den Jungs. Alle sind dabei. Die Fans haben uns nach vorne gepeitscht heute wieder. Überragend. Was man sieht hier in der Halle, die Atmosphäre einfach top. Ja, habt ihr das denn geübt vorher? Wart ihr in der Halle? Wir hatten es vor, wir hatten aber auch nicht einmal die Gelegenheit, in dieser Kombination zu trainieren. Die Jungs wollten, aber die Möglichkeit ergab sich nicht. Also wir haben quasi von jetzt auf gleich heute hier alles gegeben und das passte. Ein Wort zu Luis? Luis ist meine Schule, ich bin dann Torwarttrainer auch, Co-Trainer. Meine Schule, also der Junge steigert sich von Spiel zu Spiel, ob es in der Halle jetzt war oder draußen. Super Typ, immer vorbildlich. Ja, einfach super Typ. Ich danke dir. Gerne. Feiert schön. Machen wir, auf jeden Fall. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Ihrem Tipico-Shop in Rheine. Mein Shop, meine Wette, Tipico Rheine, die ganze Welt des Sports. Und von Heckus Gutes Hören, Ihr kompetenter Ansprechpartner für Hörsystemtechnik in Rheine. Heckus, hier entfalten Sie Ihr Hörvermögen.